mal her. Du bist quasi mein Steg. Mein Stegosaurier. So. Haben wir hier den Zugang. Dazu muss das eigentlich nur noch weg. Schaufeln, schaufeln. Egal, ich nehme die Axt. Ich weiß, ich habe eine Schaufel, aber ich nehme trotzdem die Axt. Was ich kurz mache, um mir ein bisschen Zeit zu sparen. Nee, ich mache es nicht, weil ich gerade sehe, ich habe ein Crafting-Table im Inventar. Warum auch immer. Aber es kommt mir gerade zu gut. Von daher. Ich wollte machen. Erst einmal das. Super. So, das. So, so. Na gut, das ist jetzt alles ein bisschen durcheinander. Aber da finden wir noch eine gute Lösung. Hä? So. Ja, da haben wir doch eine akzeptable Lösung gefunden. Warum so viele Zäune? Ja, das frage ich mich auch gerade, warum überhaupt so viele Zäune? Aber man kann ja von allem nie genug haben, wisst ihr. Alles ist selten geworden. Gerade jetzt in der Wirtschaftskrise. So. So, so, so. Ups. Ja. Bis er dann ins Wasser fiel. Da ging es nicht mehr weiter, würde ich sagen. So. Och, Mensch, Bengel. Jetzt muss ich ein bisschen mal einen Lappen reißen. Also. Jetzt haben wir es aber. Immerhin. So. So. Okidoki. Ich komme. Na. So. Ah, das hätte ich natürlich auch von der anderen Seite vorhin schon machen können. So. Und hier nochmal das gleiche Spiel. Und dann sollte das Ganze schon etwas professioneller werden. Wie gesagt, sollte. Ich würde dafür nicht garantieren. So. Aber es geht doch. Es geht doch. Es läuft wie ein Länderspiel. Sogar noch flüssig in HD. Oh. So. Da, 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 da. Da fehlt noch ein Zaun. Ja, haben wir es auch geklärt. Dann normales Holz, bitte. So, das darf jetzt nicht so langweilig werden. Hier muss irgendwas muss hier passieren. Das Haus muss irgendwie. Es muss breiter werden, ne? Ah, da können wir doch noch was machen. Das machen wir folgendermaßen. Das wird nämlich. Da, da, da. War es das schon mit Holz? Nee, da haben wir noch was. Da haben wir doch noch was. Da geht noch was. So. So, so, so. So. Genau. Dann machen wir es in die Richtung hier noch etwas größer. Weil es ja gerade in die Richtung kaum was zu sehen gibt. An sich nicht so toll gewählt, aber es ist ja ein Seehaus. Von daher passt das schon. Es passt als kleines Seehaus, aber so ein Haus im Ozean wäre natürlich auch cool, wo ich viel weiter rausgucken kann aufs Meer. Das hätte auch was gehabt. Hat's jetzt aber leider nicht, von daher Pech gehabt. Na. Puh, hier ist aber wesentlich tiefer als das vorhin. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht
zu viel Wasser trinke. Sonst wird's hier wahrscheinlich leicht unangenehm für mich. Weil ich nur noch 2,5 Herzen habe, was in der Tat nicht viel ist. So. Also, haben wir hier so ein bisschen unser Grundgestell. Mal gucken, ob ich das vielleicht noch etwas größer mache. Aber ich glaube, erstmal sollte ich jetzt mal wieder schlafen gehen. Oder auch nicht. Ach, was soll's. Wenn er stirbt, dann stirbt er halt. Das ist mein Berufsrisiko. Puh. Ja, schon einige Leute unterwegs da, ne? Aber wenn ich den Creeper da oben schon wieder sehe, dann vergeht mir auch die Lust, ins Bett zu gehen, weil ich da an diesem Creeper vorbei müsste. Ich könnte mir ja mal zur Sicherheit, falls da irgendein übler Geselle lang will, das Ding dicht machen und dann kommen hier erstmal nur Skelette ran. Wo von Skelett sprechen, da vorne war eins. Jetzt aber gerade nicht weiter interessant. Gut, so könnte ich mich natürlich auch noch umbringen. Möchte ich allerdings nicht machen. So. Okay. Das hier als Eingangsbogen. Oder mache ich das komplett? Komplett hier so mit Holz? Hm. Könnte was werden. Muss allerdings nicht. Ich lasse mich jetzt mal überraschen, was das wird. Aber ich befürchte eher, dass mir da vorher das Holz ausgeht. Ich habe, glaube ich, noch... Nicht. Doch. Puh, das ganze Holz wieder weg. Muss ich gleich wieder farmen gehen. Oh Gott, die ganzen Viecher hier. Kriege ich ja einen zu viel. Nee, das machen wir anders. Das machen wir anders. Das machen wir anders. Nein! Das kann nicht alles ins Wasser fallen. Shit. Das ist doof gelaufen, würde ich sagen. Naja. Das hier irgendwie... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht so ganz. Da muss man noch was machen. Da muss man noch was machen. Und zwar müsste man da eigentlich noch weiter raus. Aber jetzt habe ich die Stelzen schon runtergezogen. Aber... nein. Aber... Es gibt ja noch die Möglichkeit des Unmöglichen. Und zwar... So hier. Auch nicht viel besser, aber zumindest etwas. Jetzt... Jetzt würde ich vorschlagen, dass wir gucken, ob wir haben wir nicht. Wir haben noch Holz. Gut, und Holz können wir natürlich hier erstmal zumachen. Der Einheitlichkeit halber müsste ich den Eingangsbereich schon so machen. Auch wenn es nicht wirklich miteinander zu vergleichen ist, aber egal. So. Und
Gut, jetzt wird's hier doch irgendwie total eng und klein und... Ich weiß nicht. Okay, dann haben wir noch ein bisschen was. So, ist es das, was ich wollte? Nee, das ist es nicht. Das habe ich nicht gewollt. Es tut mir leid, das wollte ich wirklich nicht. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Und zwar... Schnell, schnell, schnell. Scheiße. Zu wenig Stickies. Ich muss mich beeilen. So, Holz. Wo ist das Tor? Gib es mir. Ach, da. Und zwar machen wir das. Ich bräuchte ein doppeltes Tor. Nicht witzig. Überhaupt nicht witzig. So. Und so, jetzt aber, ne? So. Okay, jetzt ist mal ein bisschen was anderes geworden. Aber auch nicht gerade die Schönheit. So, wie machen wir hier weiter? Weiter, weiter, kleiner Reiter. Hier soll auf jeden Fall noch was hinkommen. Hier und da und überall. Und sowieso muss ich jetzt kurz mal gucken. Hab ich natürlich nicht, was ich wollte. Klasse. Du Creepersau. What? Ha! Yeah! Der hat gesessen. Und der auch. Yeah, ich werde erstmal hier zum Sniper. Das ist meine Sniper-Bastion. Oh, und wie geil der trifft. Zieht's euch rein. Okay, der war nichts. Aber der. Bam. Ich vernichte sie alle. Ich bin herzlos. Selbst den da hinten. Nee, selbst den nicht. Aber jetzt. So, muss mal gucken, hier ist vorhin Holz runtergefallen. Ist das noch da? Ach, wer hätte es gedacht, es ist nicht mehr da. So, kriege ich hier noch Schießpulver? Das ist ja gar keine Insel, das ist ja Festland. Ich dachte schon, das wäre eine Insel. Da ist Schießpulver. Da hinten habe ich noch einen weggeknallt. Weil mir das zu nah dran ist an dem da vorne. Also Augen offen halten, Champ. Concentration. Ah! So, immer schön weglaufen und schreien. Okay. Auch das haben wir heldenhaft gelöst. Jetzt müsste ich eigentlich, ne? Hätte das Ganze noch eins höher gemusst, aber man sieht, dass es quasi über dem Wasser steht. So steht es jetzt direkt auf dem Wasser und an Sicht. Wie sieht denn das aus? Kannst du keinen anbieten. Eieiei, eigentlich muss ich mich dafür schämen. Aber egal. Ich hab mich da jetzt nicht so... Creeper, Creeper, Creeper! Ja, hihihi. Mach zu die Türe. Ja, komm her. Ja, komm her. Bang. Ups. Ja, komm hier hoch. Wo bist denn du? Creeper? Ich
Ich habe jetzt Angst, dass der mich von irgendwo überrascht. Und das macht er auch, wenn ich jetzt nicht aufpasse. Hä? Der trinkt gerade. Ist er gerade unter meinem Haus ertrunken? Cool. Upsala. Geilo. Ich muss die Monster nur dazu bringen, unter mein Haus zu kommen. Wenn ich da noch ein paar geile Scheiben reinhau, kann ich immer schön gucken, wie die da alle schön blöd sterben. Hoffentlich bleibt der Weg zu meinem Nachhause gefahrfrei. Ach, ein Auge. Das tut mir nichts mehr. Gott sei Dank. Und eigentlich könnte jetzt hier jemand kommen und mich töten, glaube ich. Ich glaube, das würde ich gerade nicht so schlimm finden. So, dass ich mein Zeug gleich wieder komplett einsammeln kann und auch wieder volle Lebensenergie habe. Ups, da geht's nicht rein. Klasse, auch noch den falschen Weg gewählt. Du hast dich für die falsche Seite entschieden. Nein, habe ich nicht. Ich habe immer nach bestem Gewissen gehandelt.